Am 4. Mai um 11.11 hat auf den St. Ursenstegen der grosse Strassenmusik-Flashmob mit rund 300 Kindern stattgefunden. Um so etwas auf die Beine zu stellen, braucht es nebst dem spontanen Live-Effekt aber auch eine gute Koordination im Vorfeld. Wir dürfen bei der Generalprobe dabei sein. Wie überhaupt die Idee für den Strassenmusik-Flashmob entstanden ist und welche Arbeit dahinter steckt, erklärt die Initiantin Sarah Fluri. Wir hatten das Jahresthema an der Musikschule, ein Spaziergang durch Paris. Dann habe ich mir in der Sommerferien überlegt, wie man das umsetzen könnte, ein bisschen cool für die Jugendlichen und so. Und habe gedacht, ein Spaziergang durch Solothurn. Dann haben wir im Herbst, in der Herbstferien, also kurz davor, haben wir Strassenmusik gemacht an drei Standorten in Solothurn. Und dann hat das den Kindern so gut gefallen, dass ich gesagt habe, wir machen noch eine Fortsetzung und wir machen noch etwas Cooleres und noch etwas viel, viel Grösseres. Wir machen einen Flashmob, den wir selber spielen. Wie viele Personen sind eigentlich bei diesem Grossprojekt involviert? Also total am Schluss sind etwa 250 Kinder und Jugendliche dabei. Und jetzt für die Hauptprobe, für den Abend vorher, haben wir etwa 80 bis 100 Kinder gehabt. Mitgemacht haben bei diesem Projekt Musikschule Solothurn die vier Schulhäuser Hermes Bühl, Fegetz, Brühl und Wildbach. Für den visuellen Effekt haben die Tänzerinnen und Tänzer von der Tanzschule Jui gesagt. Was ist eure Motivation als Chorleiterin beim Projekt Flashmob mitzumachen? Also vor allem, dass wir Schulhauschör, dass wir uns treffen, einmal im Jahr in der Stadt zusammen auf den Stegen. Das dünkt mir eigentlich die grösste Motivation, dass man zusammen etwas übt und dann das wie zusammenführt. Haben alle vier Chöre schon einmal zusammen das Ganze geprobt? Nein, und das wird auch nicht so sein, sondern wir werden uns einfach morgen treffen und das zusammen machen. Also heute oben haben wir so eine Probe gehabt, aber nachher, morgen wird es erstmal sein. Damit der Chor konnte live musikalisch unterstützt werden, hat die hauseigene Band Avanti zusammen mit auswärtigen Musikern den Flashmob begleitet. Also es ist interessant, weil natürlich verschiedene andere Musiker dazukommen. Also das hat der Chor, das ist eine ganze Rhythm-Section, die wir haben hinten dran. Also die Avanti-Band an sich umfasst nur 12 Leute. Und da hat es jetzt zugezogen. Und das ist ein interessantes Projekt, auch für Kinder natürlich, dass man das jetzt ein bisschen erweitert, also sogar sehr erweitert mit so vielen verschiedenen Kindern. Und auch das Interesse daran, an dem Stück, das man auswendig lernen. Das ist auch eine neue Situation eigentlich für Kinder aus der Avanti. Also das war sicherlich auch eine Herausforderung für sie gewesen, die sie jetzt eigentlich gut gemeistert haben. Wie die Auswahl von diesen zwei französischen Liedern ausgesehen hat, erklärt uns Sarah Fluri. Als wir eben das Thema Paris hatten, ist natürlich die Sprache klar gewesen. Französisch, dann konnte ich mich nicht entscheiden zwischen diesen zwei Songs. Und dann dachte ich, also gut, dann verbinde ich die zu einem Medley und mache die so, tue die wie zusammen verbinden und zu einem grossen Song. Also haben wir genommen «Je veux» von Zetz und «Alors on danse» vom Stromae. Und dann bin ich gegangen und habe das Arrangement verschrieben, so wie das Grundgerüst vom Song. Und dann habe ich noch Unterstützung bekommen von jemandem, der für die Bläser geschrieben hat, weil das mir nicht so gut liegt. Dann hat er all die Bläser, Trompeten, Saxophon und so geschrieben. Das gibt am Schluss etwa 20, 25 Seiten Arrangement. Ja, und dann fängt das grosse Üben an. Dann habe ich gefragt, wer ist alles dabei? Und dann habe ich ganz viele Lehrer gesagt, ja, wir machen mit vier Chören. Und eben Avantis, die Musik selber machen. Und dann haben wir am Schluss so eine riesen Truppe beieinander gehabt.
Was erhofft ihr euch persönlich von diesem Flashmob? Dass sie merken, sie sind so ein Ganzes in der Stadt. Also dass man so zusammenkommt und dann sieht, sie kommen ja nachher in der Oberstufe zum Teil auch wieder zusammen, dass sie einfach merken, die singen alle im Chor oder die haben das auch geübt. Und dass es so ein Stadt-Zusammengefühl gibt, das erhoffe ich mir. Welche Message wollt ihr durch das vermitteln? Wir wollen die Musik eigentlich nicht nur daheim im stillen Kämmerlein üben und besser werden, sondern wir wollen die eigentlich nachher auch raustragen. Wir wollen zeigen, was wir können, was wir lernen. Und wir wollen eigentlich auch vor allem Freude machen, die Leute überraschen und zeigen, wir können mit den Chören zusammenarbeiten, mit der Musikschule, mit den Schulhäusern zusammen und etwas Hönnen Modernes, Cooles auf die Beine stellen. Sie stehen von vorne. Erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens. Und ihr müsst einfach von 5. Gespannt und voller Vorfreude haben sich die Schülerinnen und Schüler am 10:30 hinter der St. Ursen-Kathedrale versammelt.
Wie hat es euch gefallen, beim Flashmob mitzumachen? Gut. Sehr gut. Also, ja, mir hat es sehr gut gefallen. Mir hat es sehr gut gefallen. Mir auch, und dass es so viele Leute hat. Mir auch. Ja, es war mega cool gewesen. Und das kann man immer wieder machen. Was waren eure Aufgaben beim Flashmob? Einfach gut singen und bewegen. Ja, mitsingen und tanzen. Ja, ich habe dort Saxophon gespielt. Und einfach die Melodie musste spielen. Ja, es hat mir gefallen. Kurzes Fazit, wie war es? Ja, aufregend. Sehr aufregend. Und es hat ja knistert bei diesen Kindern. Also ich glaube, das Erlebnis war wirklich ganz gross gewesen. Es hat sicher nicht ganz alles so ganz genau geklappt und aufgegangen wie bei der Probe. Aber es ist einfach einmalig und hier hätten wir es nicht können proben. Aber ich bin sehr zufrieden, ja. Was hat euch selber persönlich überrascht? Mich hat überrascht, wie ganz konzentriert die Kinder waren. Es wuselt ja oben, wenn sie kommen und Aufregung. Und als es los ist, habe ich gesagt, 2 Minuten, 1 Minute. Und dann ist das still geworden. Ganz still und konzentriert. Also es war wirklich sehr, sehr schön zu erleben. Was hat dir persönlich am besten gefallen? Dass es überhaupt funktioniert hat, dass wir die, es waren glaube ich fast 300 Kinder heute, dass wir die haben zusammengebracht, die 4 Chöre mit dieser Band, mit den Bläsern hier oben. Wir haben uns nicht ganz optimal gehört, obwohl wir eine Brunnen haben abgestellt und die Baustelle war sehr, sehr schwer, einander zu hören. Aber es haben alle sehr Jahre gemacht und das ist eigentlich am Schluss ist das, eigentlich das Wichtigste. Wir haben zusammen Musik gemacht und es hat aufgeweckt. Und wie waren die Reaktionen der Leute? Könnt ihr das mal beschreiben? Also eigentlich sehr gut. Sie haben auch geklatscht und gefilmt. Ich glaube, ihnen hat es gefallen. Sie haben also sehr laut geklatscht, als sie fertig waren. Also sie haben auch sehr laut geklatscht und auch gejubelt. Ich habe es cool gefunden, als sie geklatscht haben. Ja, ihnen hat es mega gefallen und haben auch geklatscht, auch beim zweiten Teil des Lieds. Ja. Was waren eure ersten Gedanken, als ihr diesen Flashmob gesehen habt? Ich bin natürlich informiert, weil ich eine Mami war, von jemandem, der mitgemacht hat. Und ich habe gerade noch die Kita von meinem jüngsten Sohn geholt. Und jetzt haben wir ein bisschen mehr Besucher gehabt. Sehr schön gewesen. Etwas anderes. Ich bin nicht ganz überrascht, weil ich bin Lehrerin an der Musikschule. Ich finde es eine super Sache. Also toll, dass sie das organisiert haben. Und es war sehr gut organisiert. Also wie die Kinder auftreten sind und so, das ist... Alle Achtung, ja. Ich weiss, was es heisst und das war sehr gut gemacht. Ja. Wie habt ihr es empfunden? Ganz herzlich. Ich hatte fast das Gefühl, die Kinder waren noch ein bisschen scheu, weil sie so lange gewartet haben, um endlich zu zeigen. Aber ich glaube, sie waren selber fast beeindruckt und erschlagen von dem, was sie erwartet haben.
aber herzig halt, logisch. Aus so vielen Kindern waren, also ganz eindrücklich. Und so tipptopp haben die gesungen, also wirklich. Sie das so koordinieren, das verwundert mich. Was hat euch persönlich am besten gefallen? Dass der Tanz noch dazu gekommen ist. Dass so viele Elemente dabei sind, Klang, Instrument und Tanz. Ausblick aufs nächste Jahr. Wird es so etwas wieder geben? Flashmob 2.0. Ich bin nicht ganz sicher, ob man das wirklich so jedes Jahr machen muss. Vor allem müssen wir uns verbessern, dass es noch etwas spontaner noch wirkt. Natürlich haben von 250-300 Kindern fast alle Eltern das gewusst daheim. Und obwohl wir gesagt haben, bitte nicht vor den Rastall schauen, waren sehr, sehr viele Eltern natürlich gewundert gewesen. Und das müssen wir irgendwie verbessern, dass wir das wirklich spontan machen können. Aber das arbeiten wir noch dran.